Rosa, ist Kirk heute Morgen schon beim Frühstück gewesen? Nein, gut, danke. Guten Morgen, Mrs. Cranston. Lass diesen Quatsch, Mason. Hast du Kirk gesehen? Bist du noch nicht munter? Willst du dich nicht anziehen? Tja, Mason, ein paar von uns schlafen eben auch hier, statt dass sie nur zum Essen vorbeikommen, weißt du? Vielleicht das hört sich ja so an, als ob du mich vermisst hättest. Mason, es ist völlig gleichgültig, was du tust und wo du schläfst. Ich will nichts darüber hören. Ich bin vielleicht verliebt. Hast du daran schon mal gedacht? Nein. Ich bin sicher, Mary wäre beglückt, wenn dein Interesse abklingen würde. Würdest du mir etwas erklären? Was? Kirk steht früh auf und du stehst spät auf. Was tut ihr zwei? Schlaft ihr im Schichtwechsel? Kirk? Du solltest vorsichtig sein. Ich rate dir, ihn am besten immer im Auge zu behalten, Eden. Kommen Sie allein? In unmarkierten Hundertern um 6 Uhr. Auf dem Friedhof. Heute noch. Und du hast ihnen ganz sicher nichts verraten? Nein, wirklich, ich schwör's. Gut, gut, ich will nämlich, dass es eine Überraschung wird. Ja, ich muss sagen, mich überrascht es auch ein wenig, was du alles für Nix und Kellys Verlobung tust. Nick ist mein Bruder. Es tut mir leid. Ah, wie wär's, wenn ich mit den Dingern zur Party gehe? Ja. Du hast ja heute allerbeste Laune. Nun ja. Da ist doch einer, dem ich es erzählt habe, aber du hast ihn ohnehin eingeladen. Wann bist du eigentlich heute Nacht zu Hause gewesen, Janice? Wieso? Ich war deinetwegen in Sorge. Oh, es scheint mir, dieser Kerl hat während der Feiertage frei. Oder wir haben ihn endlich verscheucht. Hast du dich auch gut amüsiert, wo immer du auch gewesen bist? Wie? Weißt du, was mich ja doch interessieren würde, ohne meine Nase zu tief in deine Angelegenheiten stecken zu wollen, ist, wo hast du nur diesen Klonker her? Ich habe ihn geschenkt bekommen. Von wem? Von Mason. Ja, ich bin sehr glücklich darüber, dass er so nett zu dir ist. Das ist lieb von dir. Hallo? Ja, sie ist da. Eine Sekunde. Da ist er. Hallo, Mason. Ja, ich bin dran. Hallo. Hallo. Störe ich? Ich habe heute ein bisschen Zeit und da dachte ich mir, was ist das? Oh, das sind nur ein paar Sachen, die ich vielleicht noch brauchen kann. Reicht das jetzt, Fräulein Stimmungskanone, oder hättest du gerne mehr? Super, die hast du alle aufgeblasen. Ehrlich gesagt hat mir meine Sauerstoffflasche sehr dabei geholfen. Du Ratte, du lässt mich einfach pusten. Jetzt bring sie schon weg, bevor sie Nick hier sieht. Nein, bellissimo. Also das ist das Bild, das mir meine Mutter gegeben hat. Das bist du, würde ich sagen. Ja, richtig. Und dieses Bild stammt aus Dr. McRae's Praxis. Das ist der Arzt, der mich auf die Welt geholt hat. Barnaby Wallace, der 11. Dezember. Aber das ist nicht dasselbe Kind, das ist ein anderes. Hier, hier, das bist du, nicht wahr, Ja, genau. Greg? Also das hier ist das Kind, das meine Mutter großgezogen hat. Aber das hier war das Kind, das sie geboren hat. Er ist Brick Wallace. Ich bin es nicht. Brick, was kann ich für dich tun? Nun, du könntest mir helfen, jemanden zu suchen. Du meinst ihn? Ja, wenn ich seinen Namen trage, dann trägt er meinen. Wieso? Ja, ich fand das gestern Abend auch sehr nett, Janice. Ich weiß nur nicht, was du gegen Hotels hast. Oh ja, das ist richtig. Ja, kann sein. Hör mal, ich möchte dich gerne sehen, ja? Ich komme gleich vorbei und jetzt lege ich auf. Also keine Widerrede. Bis gleich. Kirk, waren Sie das die ganze Zeit im Dachstuhl? Wieso? Entweder Sie sind im Dachstuhl gewesen oder Sie sollten anfangen, schneller zu laufen. Sie setzen nämlich Spinnweben an. Ich habe ein wenig nachgeforscht. Die Geschichte der Capwell-Firma interessiert mich sehr. Die Geschäftsunterlagen Ihres Großvaters sind noch dort oben. Kirk, da bist du ja endlich. Richtig, das habe ich ganz vergessen. Eden war auf der Suche nach Ihnen.
Stimmt was nicht? Als ich aufwachte, warst du weg. Gibt's irgendwelche Neuigkeiten? Nein, nein, gar nicht. Noch nicht. Ich war ein bisschen draußen, um nachzudenken. Sonst nichts. Eigentlich sollten wir froh sein, dass wir nur $10,000 zu zahlen haben und nicht mehr. Aber die Sache ist noch nicht zu Ende. Da bin ich ganz sicher. Wieso nicht? Es wird immer weitergehen. Heute sind es $10,000, das nächste Mal 20.000. Vielleicht auch nicht. Aber ich will nicht für den Rest meines Lebens erpresst werden. Ich bin dafür, die Sache aufzudecken, Kirk. Sie sollen doch zur Polizei gehen. Das wäre besser, als dass es so weitergeht. Eden, du darfst eines niemals vergessen. Wer auch immer dich erpresst, ist bestimmt genauso nervös, wie du es bist. Es ist ein Bankspiel. Aber wenn $10,000 dem ein Ende setzen, und ich denke, das werden sie, das ist einen Versuch wert. Du scheinst etwas zu vergessen. Da ist jemand, der alles gesehen hat und der genau weiß, was geschehen ist. Glaub mir, ich würde liebend gern 100-mal mehr bezahlen, als er verlangt, könnte ich das, was ich meinem Vater angetan habe, ungeschehen machen. Jetzt hör doch bitte auf, alles wird gut werden. Wie wär's, wenn du dich jetzt schnell umziehst und wir zusammen essen gehen? Und vergiss nicht, heute ist Kellys Verlobungsparty. Kirk, ohne dich wäre ich völlig hilflos. Oh Mann, der ist für mich. Nein, der gehört leider nicht zum zweiten Frühstück. Bedauere. Ja, ich weiß, wie ich vorgehen werde. Als erstes spreche ich mit einem Arzt und frage ihn, wie seine Gesichtszüge nach 24 Jahren wohl aussehen könnten. Ich kenne einen Schönheitschirurgen, der uns helfen wird. Danach lasse ich dann eine Skizze ausarbeiten. Sehr ungewiss, aber ein Versuch wert. Das ist eine gute Idee. Aber vielleicht ist es auch total sinnlos. Ich meine, wir können nicht ahnen, was sich alles in diesem Gesicht verändert hat in 24 Jahren. Eine gebrochene Nase, eine Zahnspange, eine andere Haarfarbe und dergleichen mehr. Ja, wir wissen, dass er hier geboren worden ist als Barnaby Wallace, aber trotzdem könnte es sein, dass er ganz woanders lebt. In China oder sonst wo, Brick, oder er ist bereits tot. Meine Güte. Oder es war ein ganz banaler Fehler, der Geburtshelfer. McRae. Dr. McRae könnte eventuell mehr als ein Baby zur gleichen Zeit auf die Welt geholt haben und hat deren Fotos falsch beschriftet. Sicher, alles ist möglich, ich weiß es. Es könnte möglich sein. Was meinst du damit? Das Foto könnte jemand gemacht haben, der auf diese Weise sein Geld verdient. Ja? Ich kenne solche Leute. Sie gehen auf eine Säuglingsstation und dort machen sie dann Fotos von den Frischgeborenen. Anschließend überreden sie die Mütter, sie ihnen abzukaufen. Also könnte es zum Beispiel sein, dass der Fotograf lediglich das falsche Bild an den Doktor geschickt hat. Nein, nein, vergiss nicht, dass meine eigene Blutgruppe nicht mit der meines Vaters identisch ist. Und ich finde, wir sollten diesen Fotografen suchen. Sicher, das machen wir jetzt als nächstes. Ich denke, dass Mrs. McRae bestimmt weiß, wer dieser Mann ist, denn sie hat seine Belege. Also ich besuche den Chirurgen. Ja. Du gehst zu ihr und um eins treffen wir uns wieder. Ist gut. So, hier bitte. Rosinentoast ist aus. Versuchen Sie Vollkorn. Oh. Der schmeckt Ihnen sicher. Gut, danke. Amy, kannst du mir einen Gefallen tun? Was hat Nick gesagt? Rufst du Mrs. McRae an. Frag sie, ob sie Rechnungen des Fotografen von diesem Foto hat. Sicher. Das heißt, wenn Pearl so nett ist und für mich Tisch 5 klar macht. Sicher. Danach passe ich dann auf dein Kind auf, ja? Das könnte mir gefallen. Komm in mein Büro. Mrs. McRae, ja? Okay. Kleines? Ja? Es tut mir leid. Ich habe dir sicher viel zu viel zugemutet die letzten Tage. Nein, das hast du nicht. Doch, es ist so. Ich bin schon ganz besessen von der Sache. Das würde mir auch so gehen. Letzte Nacht habe ich versucht, mir vorzustellen, was es bedeuten würde, nicht zu wissen, woher ich komme. Für mich ist alles klar. Ich bin Amy Wallace. Die Tochter von John und Marissa Perkins, geboren im selben Haus und derselben Straße, in der ich heute noch lebe. Und wüsste ich das nicht, wäre ich völlig verloren. Ja. Bei allem darfst du eins nicht vergessen. Du hast mich und ich halte zu dir. Ich möchte dir helfen, denn ich gehöre zu dir und nichts wird das je ändern. Für Sams Geburtstag? Ja, genau. Also kein Wort zu ihm. Wieso soll das eine Überraschung sein? Nun, ich glaube ja. Ich tue das schon ins Auto für dich. Nein, ich erledige das. Nein, lass nur. Abgesehen davon ist Kelly nicht hier, um mich zu sehen. Was meinte sie damit? Ich weiß es nicht. Was führt dich zu mir? Ich würde gern raus zur Bohrinsel fahren, um die Zeichnungen vom Casino fertig zu machen. Das Verlagsbüro hat diese Woche zu, da ist die Gelegenheit günstig. Gut, ich brauche sie nämlich nächste Woche. Ich könnte arrangieren, dass Pearl dich rauswählt. Ist dir das recht? Dylan, ich wollte ich bloß weiß sicher... Schon. Es wäre dir lieber, wenn ich nicht da wäre. Keine Sorge. Vielen Dank. Ist schon gut, ich habe eine Menge zu tun. Und die Hochzeit? Was für Pläne habt ihr? Ich weiß nicht, eigentlich gibt es noch keine. Nick ist unbeschreiblich glücklich. Ja, ich dachte, ich würde auch so fühlen können. Aber ich finde es so schrecklich, unaufrichtig. Dylan,
Ich will ihm sagen, was zwischen uns in Santa Rosa gewesen ist. Kelly, das solltest du nicht. Eines Tages, wenn es nicht mehr von solcher Bedeutung ist. Was bedeutet es dir? Der Wagen ist fertig. Okay, gut. Sehr gut. So, ich gehe jetzt meine Skizzen holen und dann sage ich Pearl Bescheid, dass wir uns um eins bei Bass sehen. Okay. Hallo. Kelly. Wiedersehen. Wiedersehen. Was mache ich denn noch hier? Ich werde euch allein lassen. Ja, bis dann. Mason, nett, Sie zu sehen. Dylan. Schönen Tag noch. Das sah ja ganz so aus, als hätten wir die beiden gestört. Wie wär's mit Frühstück? Ich könnte dir was machen. Nein. Danke. Es war spät gestern Nacht. Denk dran, ja? Das spielt überhaupt keine Rolle. Und was spielt eine Rolle? Ich werde es dir zeigen. Oh. Nein, nicht hier. Wieso nicht? Dylan schläft dort, hm? Tut mir leid. Ist schon gut. Die Welt ist voller Überraschungen und voller Geheimnisse. Damit muss man leben, ob es einem gefällt oder nicht. Manchmal weiß man nicht mal, wo man sich hinlegen soll. Ich muss müder sein, als ich dachte. Küss mich. Nach der Pigmentierung, soweit auf dem Foto sichtbar, könnten wir annehmen, dass er hellhaarig wäre. Blondes Haar, blaue oder grüne Augen. Der Chirurg sagt, dass da eine ganze Anzahl von Wachstumsfaktoren an der Ausbildung der Zähne und des Kiefers wirken, aber es ist ihm bestimmt ziemlich ähnlich. Wer ist das? Brick Wallace, so wie er heute aussieht. Wenn das sein Name ist. Das Baby aus Dr. McCrays Praxis. Was ist mit dem Fotografen? Harold L. Beard. Von hier? Früher mal. Sieht so aus, als würde ihn hier keiner kennen. Was ist mit der Adresse auf dieser Quittung? Da war ich schon. Auf dem Nachhauseweg von Mrs. McRae. Da ist ein Hebammeninstitut drin. Das können wir also abhaken. Ja. Harold L. Beard, exklusive Qualitätsfotografien. Wenn er nicht erst 20 war, als er angefangen hat zu fotografieren, dann müsste er mindestens 70 sein. Naja, wenn er inzwischen gestorben wäre, müsste eine Sterbeurkunde existieren. Ja, aber es gibt vielleicht noch einen Weg, das PPA. Das was? Professionelle Fotografen von Amerika. Hier ist auch ein Büro von Ihnen. Es ist eine Vereinigung, die unsere Interessen vertritt. Ich bin auch drin. Und vielleicht ist Beard auch drin. Es könnte sein. Wollen wir gehen? Ja. Ruf mich an, wenn du was rausfindest. Nick. Bis dann. Wo gehst du hin? Nick, ich hab dir gerade eine Nachricht zu Hause hinterlassen. Ja, ich rufe dich an. Ich kann jetzt. Kannst du bitte bis 6 zurück sein? Du, Kelly und ich haben noch was zu bereden. Ich erinnere mich beim besten Willen. Können wir gehen, Nick? Ja, okay. Kelly, wir sehen uns bis 6 zurück zu sein. Tschüss. Was wollen wir denn bereden? Es geht um das Casino. Kelly, du schaffst die Zeichen. Und auch bis dahin, nicht wahr? Vermutlich, aber ich mag es gar nicht, mich hetzen zu lassen. Ab jetzt wüsste ich gerne rechtzeitig Bescheid, wenn du mit mir zu reden hast. Ist das klar? Ich bin mir nicht so sicher mit dieser Überraschungsparty. Ach, sie beruhigt sich schon wieder. Ja, ist sonst alles okay? Weißt du noch, letzte Nacht, als ich nicht locker gelassen habe und ständig irgendwo anders hinfahren wollte? Und ich habe nur gesagt, ich weiß nicht. Ich begreife auch nicht, was das eigentlich sollte. Ich meine, es war schön, einfach so da zu sitzen und aufs Wasser zu sehen und nur ab und zu mal etwas zu sagen. Ich fand es auch sehr schön. Denk nur nicht, du musst etwas Besonderes darstellen für mich. Es ist schön, so wie es jetzt ist. Nun, du musst wissen, ich kann nicht besonders gut Komplimente machen. Doch ich finde dich einfach wundervoll. Ja, ich habe ein paar gute Seiten. Mary Duval sollte wirklich ihren Verstand testen lassen. Oh, absolut richtig. Ich kann nur annehmen, die Ärmste weiß nicht, was sie verpasst. Und wessen Verstand sollten wir noch testen lassen? Beispielsweise meinen? Oh, wie wär's jetzt? Was? Willst du was essen? Bäh. Oder ein Schläfchen halten? Pokern, wie wär das denn? Kennst du das Spiel Schiffchen versenken? Nein. Eden, hier steckst du. Ich habe unten jemanden gehört, warst du das? Ja, das war ich. Wieso? Weißt du, irgendwie denke ich, dass... Wer immer es war, wer immer es ist, der mich bedroht und erpresst,
Es muss jemand sein, den ich kenne. Meinst du wirklich? Nun, es ist doch ganz einfach. Derjenige, der alles weiß, muss doch in der Nacht hier gewesen sein. Lass uns das jetzt vergessen. Was meinst du, wollen wir essen? Die letzte Nachricht besagte doch, dass wir auf Instruktion warten sollen. Das war vor 2 Tagen. Was wäre, wenn der Erpresser käme und jemand anders wäre zu Hause? Ich habe auch schon arrangiert, dass die Bank heute noch die $10,000 bereitstellt. Nein, vergiss das, Eden. Ich werde dir das Geld geben. Was? Ja, ich habe es schon von meinem Konto abgehoben. Du hast nicht so viel, das ist unmöglich. Doch, das geht schon in Ordnung, Eden. Du darfst keine Spuren hinterlassen. Ich meine, was ist, wenn jemand, sagen wir Mason, wenn Mason auf die Idee käme, in die Bücher zu sehen und feststellt, dass du $10,000 abgehoben hast? Er wird natürlich fragen, was du damit gemacht hast. Und was dann? Was würdest du ihm dann sagen? Das würdest du für mich tun? Ja, natürlich. Das bedeutet mir sehr viel. Nun hör schon auf. Ich bin dein Mann. Und ich liebe dich doch. Ich will dich beschützen und das ist doch ganz normal, findest du nicht auch? Ich würde alles für dich tun. Haben Sie ein Problem? Verstehen Sie doch. Wie oft soll ich es denn noch sagen, hä? Ich habe eine Menge zu tun. Es geht jetzt wirklich nicht. Kommen Sie so gegen 2 oder 3 wieder, ja? Was ist denn hier los? Ich dachte, es wäre klar, dass Pearl mich rüberbringt. Was soll das also? Das habe ich auch. Und du hast gesagt, es wäre okay. Ach, ehrlich, das wird mir hier so langsam ein bisschen viel. Hol den Champagner und dann die Balance. Was? Ich denke, Sams Party ist nächste Woche. Ja, sicher, das ist wahr. Pearl, du fährst jetzt raus, in Ordnung? Tue ich das, ja? Und der Nebel, der hier reinzieht, da draußen ist alles dicht. Und außerdem ist die SS Bordeaux alt. Sie pumpt nicht richtig. Also wo ist das nagelneue Boot? Das du mir versprochen jetzt hast. Richtig ab. Das Boot hält schon noch eine Weile. Tu mir den Gefallen. Fahre mit Kelly raus und versuche bitte bis 6 zurück zu sein, bevor es richtig neblig wird. Okay, Commander, aber bitte lass dir eines gesagt sein. Wenn Kelly bis 6 Uhr nicht fertig ist, dann kann sie alleine zurückfahren. Versprochen. In einer Stunde, okay? Es ist zu viel los. Ich kann noch nicht gehen, sonst reißt mir der Chef noch meinen Kopf ab. Ist gut, danke sehr. Ich bin an der Anlegestelle. Eden, hallo. Hallo, Rebecca. Hallo. War Mom zu Hause, als ihr gegangen seid? Ja, sie wollte gerade zu Daddy gehen. Ach so, also bis später. Hallo, schön, hallo. Sie zu sehen. Ich komme gleich zu Ihnen. Können wir nicht woanders hingehen? Gefällt's dir nicht? Wir müssen ohnehin um 6 Uhr hier sein. Nein, nicht besonders. Erinnert es dich an Cruz? Es ist nur, weil Pearl ständig hier rüberstarrt. Da ist sie. Liebling, wir verdanken Pearl unser Alibi. Das hat dich auch sehr viel gekostet. Entschuldigen Sie bitte, Eden Capwell? Ja. Der ist für Sie. Wer sind Sie? Warum tun Sie so etwas? Bitte, was meinen Sie? Hey, los, antworten Sie ihr. Hören Sie, ich weiß von nichts. Der Auftrag, den ich heute Morgen auf Band hatte, war, dass ich diesen Brief vor 6 Uhr hier abgeben soll. Das ist alles. Wo haben Sie ihn abgeholt? Im Hauptgebäude von der Bibliothek, mitten aus dem Buch Die Geschichte von Santa Barbara, Ausgabe 3. Wer hat Sie angerufen? Ein älterer Herr, bestimmt so 60 oder älter, quäkte etwas. Hören Sie, ich erhalte täglich eine Anzeige. Wie sollte ich da wissen, welcher Kunde das war? Also wollen Sie ihn oder nicht? Geben Sie... Der Kunde sagte was davon, dass Sie mir $100... Hören Sie, vergessen Sie das Ganze. Wie kannst du das sagen? Okay, ich mach das schon. Und das nächste Mal, wenn Sie so einen Anruf kriegen sollten, dann sagen Sie uns so schnell wie möglich Bescheid, ist das klar? Das ist alles. Okay, gut, alles klar. Wer immer es geschickt hat, wusste genau, dass ich heute Abend zu dieser Party gehen würde. Könnte es vielleicht Paul gewesen sein? Das wäre möglich. Mach ihn auf. Kommen Sie allein, bringen Sie 10.000 in unmarkierten $100-Noten zum Friedhof, 6 Uhr. Deponieren Sie das Geld in einer Urne links des Grabes von Raphael Luz. Das alles möglichst schnell, ohne sich umzusehen. Ich beobachte Sie, vergessen Sie also nicht. Kommen Sie allein dorthin. Also ich möchte nicht, dass du ohne mich hingehst. Kirk, dieses Risiko dürfen wir nicht eingehen. Und wenn sie vorhätten, mir etwas anzutun, wieso erst jetzt? Ja, du hast natürlich recht. Ich warte hier auf dich. Jeder, der bei dieser Party heute nicht anwesend ist, kommt als Erpresser in Frage. Also dann, wie wär's, wenn wir jetzt endlich gehen? Es kann losgehen. Ich danke Ihnen vielmals fürs Warten. Es tut mir wirklich sehr leid. Naja, okay. Nick, sehen Sie doch, es war noch niemals erlaubt, dass wir unsere Mitgliedskarte jedem zeigen. Connie, bin ich etwa jeder? Also, Nick, wenn wir ihn hier nicht finden, weiß ich wirklich nicht, was wir noch tun können. Nein, nicht. Sein Harrod Beard ist ja anscheinend nicht dabei. Bedauere. Connie,
könnten Sie in der alten Kartei nicht auch nochmal nachsehen. Es ist wirklich ein rein berufliches Anliegen, ich verspreche es. Dieser Fotograf hat einige Bilder, auf denen mein Freund Mr. Wallace hier ist und ich benötige Abzüge, das ist alles. Ich würde mir auch ein Bild von Mr. Wallace machen lassen. Aha, hier die 73er-Liste, da ist er ja, ein Studio in Arabella. Ah, das ist dieses Amm-Institut. Das ist sie nicht, Conny, er ist sicher umgezogen und hat eine neue Adresse. Warte mal, Beard. Ja, wenn ich mich nicht völlig irre. Aha, ja, ich hab ihn. Er steht auf der Ehrenmitgliederliste und das schon seit 83. Na bitte. Notier dir das. Ja, klar. Ich danke Ihnen. Sagen Sie, wie geht's denn eigentlich Ihrer Freundin? Ihr geht's wunderbar. Ich dachte, ich hätte es Ihnen gesagt. Oh. Wir sind verlobt. Ich gratuliere Ihnen. Oh, wenn ihr dann irgendwann nach einem Seitensprung ist, dann müssen Sie es nur sagen. Aber meine Gute, natürlich. Oh. Okay, alles klar. Können wir? Komm, gehen. Wiedersehen. Nick, hör zu. Würde es dir viel ausmachen, wenn ich alleine weitermache? Ich weiß zwar nicht, was mich erwartet, aber ich würde es gerne selbst rausfinden. Ja. Okay. Also dann. Danke. Sagen Sie ihm, er schuldet uns diverse Jahresbeträge, gut? Mach ich. Niemand? Nein, du bist der Einzige. Hast du eine 2? Was bedeutet dir Dylan? Ach, er wohnt nur hier. Hast du eine 7? Und du sagst, du kennst das Spiel nicht, hm? Es ist nichts zwischen euch? Nun, wir sind Freunde. Hast du eine 9? Nein, du gewinnst wieder. Ich denke, er ist ohnehin anderweitig interessiert. Habe ich dir doch erzählt. Und wer ist sie? Hast du sie schon mal zusammen gesehen? Nein, habe ich nicht. Sie hat einen anderen. Hast du vielleicht eine 5? Also, wer ist sie? Spielen wir nun oder nicht? Also gut. Hast du eine 5? Nein. Hast du eine 8? Ich wüsste gern, was Kelly vorhin hier wollte. Hast du eine Ahnung? Ich wusste zwar, dass sie Dylan, Nicks Bruder, kennt, aber... Das hat ganz so ausgesehen, als wäre... Ich weiß, wie es aussah. So, ich will nicht mehr spielen. Nein, das ist doch absurd. Dieser Verrückte hätte Kelly beinahe getötet. Ich sage gar nichts, das ist besser so, weißt du? Und ich hoffe, dass es dir auch klar ist. Nein. Ich sollte dir mein Ende bereiten. Mom! Oh, hallo, mein Kleines. Ich habe schon gedacht, Mary kommt zurück. Rosa hat gesagt, du müsstest einiges erledigen. Ich wollte aber vorher gern mit dir reden. Hoffentlich störe ich dich jetzt nicht gerade. Früher ging es nicht. Du warst vorhin nicht da. Was ist es denn? Es ist sehr persönlich und ich hoffe, dass du es nicht falsch verstehst. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn du nicht antworten willst. Ja, ist gut. Ich wüsste sehr gern, was würdest du tun, wenn du neu anfangen könntest? Würdest du Dad alles sagen, bevor ihr heiraten würdet? Ach, das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage für mich. Was soll ich dazu sagen? Ich bin fest davon überzeugt, wenn ich deinem Vater erzählt hätte, dass ich schwanger von Lionel war, hätte er mich niemals geheiratet. Du hast ihn doch geliebt, oder? Ich muss sagen, die Gefühle für ihn entwickelten sich zu der tiefen Liebe, die sie heute ist. Geht es dabei um mich? Oder eher um dich und Nick? Oh. Hat sich etwas in deinen Gefühlen für Nick geändert? Nein. Nein, nein, das nicht. Ich empfinde noch so wie früher. Es hat sich nichts verändert. Ich weiß nur nicht, ob es zum Heiraten reicht. Ach, niemand außer dir kann das beantworten. Gibt es etwas, was du Nick nicht erzählen möchtest? Ich bin nicht sicher. Kelly, es ist schön, sich vorzunehmen, ein offener und absolut aufrichtiger Mensch zu sein. Das ist, was wir unseren Kindern ständig sagen. Und so wurden auch wir erzogen. Aber es kann auch passieren, dass das alles nicht unbedingt richtig, sondern sogar gefährlich ist. Dass Mason alles gesagt hat, du weißt das, mit Channing, hat hier nur sehr, sehr viel Unheil angerichtet. Ich finde, wir alle sollten selbst entscheiden, wie wir uns in der jeweiligen Situation verhalten. Aber eins weiß ich ganz sicher, dass du es nicht entschuldigen kannst, nicht absolut ehrlich zu dir selbst zu sein. Du darfst dir auf gar keinen Fall etwas vormachen, wenn es um deine eigenen Gefühle geht. Hast du mich verstanden? Kelly, wenn du dich daran hältst, kannst du Nick die Wahrheit sagen. Hey, na, willst du was trinken? Gut
gut, nicht? Mrs. Amanti. Hey, ja? Hallo. Hallo. Ted, hey, wie geht's? Gut. Eine tolle Idee, diese Party für Kelly und ihren Bruder. Danke, ich finde, dass die beiden ein Traumpaar sind. Und das möchte ich Ihnen zeigen. Es ist gerade 5:45. Wir haben noch ein paar Minuten. Gut, sieht toll aus. Ich erkenne den Laden kaum. Danke. Ja, wirklich, es sieht toll aus. Entschuldigen Sie mich. Natürlich. Na, du? Du siehst ja wirklich herrlich aus. Ist doch einfach nur so. Nein, danke. Was ist daran so komisch? Ich finde, es sieht gut aus. Entschuldige, was willst du denn noch hier? Oh, und das fragst du mich wirklich witzig. Ich erzähl dir, was passiert ist. Ich war noch keine Meile unterwegs. Da gibt dieser alte Kahn den Geist auf. Also ließ ich ihn zurückschleppen. Du hättest es reparieren können. Reparieren? Die alte Rostkiste? Ich hätte sie am liebsten versenkt. Wo ist denn Werkzeug? Werkzeug? Auf dem Boot. Wo denn sonst? Oh nein, nein. Heute Abend tue ich nichts mehr. Ehrlich, es ist zu kalt, zu dunkel und ich habe hier einiges zu tun. Ich werde das jetzt erledigen. Dirk? War er es nicht, der uns eingeladen hat? Scheinbar stimmt da was nicht. Vielleicht, dass die Ehrengäste noch nicht aufgetaucht sind. Nun, es ist ja auch noch nicht 6 Uhr. Mason, ich muss dich warnen. Nur ein Wort von dir, verstehst du? Über Dylan und Kelly und du wirst mich kennenlernen. Solange ihr genug Abstand zu Kelly bewahrt. Also wirklich. Kirk, Mom und Ted sind hier. Und Mason. Anscheinend sind Kelly und Nick noch nicht da, also werde ich nicht vermisst werden. Wenn jemand fragt, wo ich bin, dann sag am besten, ich wäre im Auto, was ja auch die Wahrheit ist. Also, mein Liebling, wenn es Punkt 6 ist, präge ich mir ganz genau ein, wer da ist und wer nicht. Hast du das Bargeld? Ja, ich denke, es ist alles klar. Pass auf dich auf. Ja, mach ich. Ich liebe dich. Kirk? Ist Eden nicht bei Ihnen? Sie hat noch etwas zu erledigen. Das ist das, was das Brick angerufen hat, als ich mich umziehe. Amy, ich bin zwar tollpatschig, aber nicht vergesslich. Brick hat nicht angerufen. Es freut mich, Sie hier in so attraktiver Begleitung zu sehen. Offensichtlich jemand, der Sie noch nicht so gut kennt. Janice? Nein, Janice und ich haben uns schon vor Jahren... Verstehen Sie, was ist das? Sehr interessantes Kostüm, das er da anhat. Entschuldigen Sie mich. Ich frage mich, wie oft ich es euch noch sagen soll. Ich habe kein Geld. Harold L. Beard? Was? Ich möchte Sie nicht belästigen. Mein Name ist Brick Wallace. Sie haben mich fotografiert, als ich ein Baby war. Jedenfalls denke ich das. Sie und jedes andere Windelpaket in dieser Stadt. Könnte ich vielleicht mit Ihnen reden? Ich kann Sie schlecht daran hindern. Kann auch nicht die Polizei rufen. Geht schlecht ohne Telefon. Was wollen Sie, Sie irren sich. Ich meine, gehen Sie jetzt. Ich habe keinen Penny. Nein, 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 wirklich, das ist es nicht. Mein Vogel ist krank. Arme, stumme Tiere. Sie sollten keinen Schmerz fühlen. Sehen Sie, Mr. Beard, ich kam im Jahre 1959 zur Welt und zwar am selben Tag wie ein gewisser Barnaby Wallace. Ach, sagten Sie nicht, das sei Ihr Name? Das ist vielleicht nicht der Name, unter dem ich geboren wurde. Deshalb suche ich Sie auf. Kann ich alle Ihre Negative sehen und was Sie sonst noch an Fotografien haben aus dieser Zeit? Wirklich alles aus der Säuglingsstation im Monat Dezember. Also, würden Sie netterweise nachsehen, was Sie nach all den Jahren noch haben? Ja, das machen wir gleich. Wo ist der kleine Racker denn? Komm her. Komm jetzt her. Das ist was ganz Feines. Hier. Kitty, Kitty, Kit. So, hier hast du was. So. Sir? Selbstverständlich würde ich mich für diesen Gefallen auch erkenntlich zeigen. Reicht Ihnen das? Alles, was noch vorhanden ist, ist da drüben. Ich würde sagen, das ist nicht so viel wert. Holen Sie sich, was Sie wollen. Danke. Thank you.
Hier? Auf dem Friedhof? Kennst du einen anderen Ort, wo wir vor deinen Eltern sicher sind? Deine Medizin. Das hilft dir. Ich gönne mir eine Artischocke. Was gefunden? Tja, das ist dasselbe Bild, das mein Arzt hat. Welcher Arzt? McRae, Dr. McRae. Das ist der Arzt, der mich auf die Welt geholt hat, oder auch nicht? McRae ist doch tot. Sehen Sie dieses Bild aus der Neugeborenenstation? Angeblich ist das Brick Wallace, aber das da bin ich nicht. Tja, und was habe ich denn damit zu tun? Es ist halb sieben, wo können Nick und Kelly bloß sein? Sie haben sich vielleicht gedacht, Sie überraschen uns ein wenig und kommen überhaupt nicht. Was hat Pearl eigentlich vorhin zu dir gesagt? Pearl? Ja, der Typ, der nicht weiß, ob er Jacques Cousteau oder Michael Jackson ist. Oh, er hat über Austern und Filmstars gesprochen. Ich hatte Schwierigkeiten, ihm zu folgen. Hey. Komm, lass uns katzen gehen. Hallo. Mich schon gefragt, wo du bist. Jetzt erzähl mir nicht, es war viel zu tun. Nicht nur das. Wo ist Kirk? Keine Ahnung, da drüben? An der Bar? Elizabeth Taylor hat schon mal hier gegessen. Ja, allerdings. Meine Austern. Meine Chili-Soße. Ein Traum. Sie sagt, das waren die allerbesten, die sie je gegessen hat. Hm, sehen Sie, das Kochen ist nicht mein einziges Hobby. Da gibt es noch viele andere Dinge. Ölmalerei, Motorräder, wilde Raubtiere. Wilde Raubtiere? Und ich... Wissen Sie, und ich liebe... Zahme Tiere. Zahme Tiere? Die liebe ich auch. Sehen Sie, früher, als ich noch ein Kind war, hatte ich einen Chinchilla. Kirk! Ja, das war aufregend. Ich habe dich schon reinkommen sehen, aber ich wollte nicht gleich auf dich losstürzen. Wie lief es denn? Ja, so. Ist es ja ist dir was aufgefallen? Nein, aber ich hätte abwarten sollen. Ich ärgere mich über mich selbst, dass ich mich habe so einschüchtern lassen. Vielleicht hätte ich dann gesehen, wer sich deine 10.000 Dollar holt. Vergiss das mit dem Geld. Ich war die ganze Zeit hier, während du unterwegs warst. Ich habe kein Weggehen sehen. Was aber nichts bedeutet. Bestimmt hat dein Bote alles abgeholt. Ich bin leider nicht in der Stimmung für diese Party. Wärst du mir sehr böse, wenn ich gehe? Ich komme dann später, um dich abzuholen. Nein, natürlich nicht. Ich gehe mit dir. Aber das kannst du doch nicht tun. Das ist doch Kellys Party. Aber meine Schwester ist gar nicht hier. Komm, wir gehen. Wir können durch die hintere Tür verschwinden. Na komm. Also gut. Entschuldigen Sie. Das ist nichts wahr. Hey, hört mal alle her. Sie sind da. Sie sind da. Komm schon. Los, komm her. Ja, versteck dich hier. Sonst platzt doch die Überraschung. Nur komm schon. Das ist die überaus wichtige Versammlung, nehme ich an, hä? Genau. Wo ist Kelly? Ist sie nicht hier? Und wo ist Brick? Großartig. Lässt mich hier einfach 12 Meilen vor der Küste hängen. Du weißt doch, ich muss zu einer Besprechung. Ja, ich weiß, Kelly, aber das schaffen wir leider nicht mehr rechtzeitig. Hast du gefunden, was du brauchst? Was? Aus der Bibliothek. Oh ja. Hör zu, Kirk, ich bin ganz schön erledigt. Ich glaube, ich sehe jetzt nach Daddy und dann schlafe ich ein wenig. Ja, gut, schlaf dich aus. Ich sag Mary, dass du oben bist. Ja, ist gut. Mein Schatz, es wird alles wieder gut. Du hast recht, das glaube ich auch. Wir sehen uns später. Ich weiß,
du würdest dich meiner schämen, Daddy. Ich denke, Cruz tut es. Und er hat wohl recht. Es gibt jemanden, der mich erpresst hat. Und dieser jemand ist noch nicht zufrieden. Wenn ich nicht bald etwas unternehme, kommt er wieder. Und das darf nicht passieren. Ich werde nicht zulassen, dass Kirk seine Ersparnisse, für die er hart gearbeitet hat, für mich zum Fenster rauswirft. Und ich werde nicht zulassen, dass deine Tochter lebt wie ein Feigling. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät dazu. Da ist dann bestimmt, weil er etwas herausgefunden hat. Es ist nur, dass ich keine Ahnung habe, was auf uns zukommt. Aber was denn? Na, das ist doch wohl kein Problem zwischen euch, oder? Nein, nein, ist es eigentlich nicht. Ich frage mich nur, was wäre, wenn er jetzt hier auftaucht und mir sagt, dass er ein vollkommen anderer Mensch ist? Sage ihm, dass du ihn liebst. Das ist das Beste in dieser Situation, was du tun kannst, okay? Okay. Sag mal, denkst du, wir hätten noch warten sollen, ehe wir die Musik anstellen? Nein, Kelly ist sicher jeden Augenblick hier. Ich werde nur langsam, aber sicher die Fragerei nach ihr Leid. Ich meine, ist es nicht wirklich ganz schön komisch, dass sie zu ihrer Party, von der sie gar nicht weiß, dass sie stattfindet, zu spät kommt? Ich weiß nur nicht, wo Dylan ist. Ich erinnere mich. Das Ganze war doch seine Idee. Der gute Nick. Er verdient was Besseres als das. Oh, Mason, Kelly kann das ganz sicher erklären. Und Dylan, ich möchte zu gern wissen, wo der ist. Äußerst unwahrscheinlich, dass er eine Verlobungsparty für Nick arrangiert und vorher mit Kelly ausreist. Vielleicht solltest du noch ein Glas Champagner trinken. Das ist eine gute Idee. Ich bin zur Abwechslung mal gesellig. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Kein Wort von dir zu Nick. Das ist doch wohl allein meine Sache, würde ich sagen. Nicky! Ich gratuliere, alter Knabe. Danke, alter Knabe. Erinnerst du dich an all die grässlichen Dinge, die du zu mir aus verschiedenen Anlässen gesagt hast? Ich wäre absolut niederträchtig, unehrlich, hinterhältig und so weiter. Vage. Ja. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dir das alles nicht nachtrage. Und dass du meinen Segen hast. Du hast da jedenfalls ein paar Wesenszüge dieser netten Familie klar erkannt. Denk nur an Kelly zum Beispiel. Du meinst, Paul hat dir gesagt, es stimmt etwas nicht mit dem Motor? Ich hatte ihn reparieren lassen. Es muss was anderes sein. Und wieso hast du kein anderes Boot geholt, wo du nicht wusstest, ob das hier ist? Ich gebe zu, ich hätte auf ihn hören sollen, aber ich dachte, er wäre einfach arbeitsscheu. Das ist alles. Ich weiß, dass ich das bei Tageslicht hier hinkriegen könnte. Nein, wir verbringen hier nicht die Nacht. Es wird doch wohl ein Funkgerät geben. Warte einen Moment. Willst du etwa die Küstenwache rufen und einen Riesenwirbel wegen der Sache veranstalten? Wenn Paul mag, dass wir nicht auftauchen, wird er wissen, was los ist und kommen, um uns zu holen. Was ist mit Nick? Er wird auf mich warten. Die Besprechung sollte um 6 Uhr anfangen. Ich glaube, es ist besser, wir sind ein wenig unpünktlich und warten hier ein wenig, als dass wir zu Bass in einem Rettungsboot mit Blaulicht fahren müssen. Verstehst du das? Sämtliche Leute würden auf uns aufmerksam werden. Vertraue mir. Gib Pearl eine halbe Stunde. Willst du dir die Zeichnungen ansehen? Nein, jetzt nicht. Wieso geht alles, wirklich alles, was ich anfange, schief? Ich verstehe das einfach nicht. Worum sollte es bei der Besprechung überhaupt gehen? Vergiss es. Hier, dir ist kalt. Stell dir vor, ich kann das Boot nicht sehen, weil der Nebel so dicht ist. Nebel oder auch nicht. Ich weiß leider immer erst, was los ist, wenn es zu spät ist. Was sehen Sie sich denn da an? Was haben diese Daten hier auf der Rückseite der Bilder zu bedeuten? Das ist ein Stempel des Fotolabors. Ich würde sagen, das ist das Entwicklungsdatum. Soll das heißen, dass diese Babys gar nicht am selben Tag geboren wurden? Ja, ein paar ja, ein paar nein. Immer wieder unglaublich, wie viele Babys geboren werden. Ich hatte eine Tochter. Ach ja, wo ist sie? Es hätte auch ein Sohn sein können.
Ich bin womöglich Ihr Vater, hm? Sie haben ja keine Ahnung. Manchmal ist es besser, man weiß das nicht so genau. Sehen Sie sich das an. Das ist das Bild, das meine Mutter mir gegeben hat. Das bin ich, gerade mal einen Tag alt. Und das hier habe ich eben gefunden. Es ist eins von Ihren Bildern. Finden Sie nicht, dass diese Babys sich ähnlich sehen? Ja, das ist dasselbe Kind. Das hier sind Sie, würde ich sagen, ganz sicher. Und Ihr Name steht nicht hinten auf dem Foto drauf? Nein. Der richtige Name müsste hinten draufstehen. Ich könnte es verschwinden lassen, wenn Sie wollen. Keine Bewegung!